Gold prüfe ich folgendermaßen. Hier habe ich einen Ohrring und ich weiß nicht, wie viel oder wie hoch ist hier der Goldgehalt. Also nehme ich den Ohrring und reibe hier auf meinem Kieselschieferstein einen Strich auf. Zur Kontrolle reibe ich daneben einmal eine 750er Legierung und einmal 585. Je höher der Goldgehalt ist im Metall, umso stärker muss die Säure sein, damit es sich auflöst. Jetzt nehme ich meine Prüfsäuren. Hier einmal die 14 Karat, also die 585er Prüfsäure. Und jetzt gucke ich mal, hier kommt überall ein bisschen Säure drauf. Alle drei Striche bleiben stehen unter der Säure, kann man gut sehen. Jetzt kommt die stärker konzentrierte Säure. Und was man jetzt sehen kann, ganz deutlich, hier bei 585, da steht nichts mehr, der Strich hat sich aufgelöst. Aber hier beide Striche stehen noch. Und weil der Strich noch zu sehen ist, handelt es sich hier um 750er Gold.